Heilige Nacht. Zur Weihnachtslegende von Ludwig Thoma heiße ich Sie heute in unserer besonders angestrahlten Kirche St. Jakobus herzlich willkommen. Musikalisch umrahmt durch den 900 Summer Break Chor unter der Leitung von Sam Kraus. Innig. Wie wenig scheint dieses Wort für Ludwig Thoma an sich zu passen. Aber wer einmal erfahren will, was bäuerliche Innigkeit ist, der setze sich zu Weihnachten hin, wenn es draußen über Bäume und Felder zu schneien beginnt, und hören Sie, wie heute, seine heilige Nacht. Sie werden empfinden, als säßen Sie als Kind wieder daheim in der warmen Stube und sähen all das Göttliche dieser Legende so menschlich und geheimnislos, als wäre es etwas, das jedem von uns geschehen könnte. So beschreibt der deutsch-amerikanische Dichter Oskar Maria Graf die Stimmung der Heiligen Nacht. Genießen Sie diesen Klassiker von Ludwig Thoma zusammen mit der Musik, die mit den Stimmen von Jürgen Huber, Thomas Fenk und Stefan Gericke verschmelzen und hoffentlich Ihr Herz erwärmen. Genießen Sie diesen Abend. Noch zwei technische Hinweise. Am Ende benutzen Sie bitte den Ausgang auf dem nördlichen Kirchplatz. Da gibt es hinterher etwas zu essen und zu trinken und zum Plaudern. Und die Englein stehen mit einem kleinen Körbchen da für eine Spende. Herzlichen Dank dafür und viel Genuss bei der Heiligen Nacht. Thank you.
Jetzt Leute, jetzt hört's einmal zu. Mein Gesang ist wohl ein wenig alt. Es ist aber dennoch schräg neu. Ich mein, das sind alle samt gefallen. Es war damals in Nazareth hint ein Mann, der sich Josef hat genannt. So brav, wenn man nicht oft einen findet und will man es nicht gleich so kennt. Er hat als Zimmermann gelebt und kein Geld war freilich nicht da. Mit der Arbeit hat es der Hebt, dass er grad so fortmachen kann. Es wird gewesen sein, weil es heute auch noch so ist. Man hat oft halt grad so zu tun. Wenn baut wird, dann hat man sein gewiss, sonst ist der Verdienst etwa klar. Ein richtiger Mensch richt sich ein und halt seine Kreuzer beinand. Naja, und das muss einmal sein, und das sagt ein schon der Verstand. Der Josef hat's wohl auch so gemacht und hat nie nichts Unnütz verloren. Denn wenn man das richtig betracht, sonst war er kein Heiliger geworden. Ich weiß, dass man etwas sagen kann, die Zimmerleute mögen gern ein Bier und Brotzeit, die machen es alle Stund. Die meisten haben jetzt die Manier, vielleicht aber selbiges Mal nicht, obwohl man es nicht so gewiss weiß. Und weil es in die Bücher oft steht, zu Palästina war es ein wenig heiß. Da kann einer ein Bier nicht ganz grauen, so meint man. Das hätte nicht keine Gefahr, denn drei oder vier Mass sind keine schon, weil es letztes Mal billiger war. Kann sein und auch nicht. Ist, weil es moch. Man hat nichts Unrechts nicht gehört und hört man heute noch kein Gloch und hat sich kein Mensch nicht beschwert. Sei Frau, na, das wisst ihr ja allesamt, da braucht's ja kein Wort mehr nicht, in dem, dass wir's alle gelernt haben, was im Katechismus steht. Ganz Nazareth sagt, weil die leben so friedlich und brav und so stark, das müsst's wohl nicht gleich wiedergeben. War schön, wenn sie's öfter geben tat. Jetzt, dass ich euch weiter erzähl, es kommt damals auf einmal ein Schreien, es müsst sie und gleich auf der Stelle auch jeder beim Rentenamt einschreien. Der Kaiser Augustus will's haben, er braucht halt wieder ein Geld, man treibt's vor die kleinen Leute zusammen, das ist einmal so auf der Welt. Was tun jetzt die Leute in Nazareth? Sie werden halt auch schimpfen und zollen. Und weil ihnen die Sache auch geärgert hat, das sieht man dann auch bei den Wahlen. An Josef hat's auch nicht schlecht Gift. Wenn's meinst, du kommst ein wenig zu da, dann kriegst du sicher eine Schrift, als war die ganze Steuerlast zu klein. Ja, kratzt ihn er hinter die Ohren. Da kannst schon nichts machen, mein Mann. Und zahlt ist nur jedes Mal worden. Mit dem Staat, da fängt keiner was an. Der Josef sagt zuletzt, in Gottes Namen, dann reis mal auf Bethlehem ein, aufs Rentenamt und sagen, was wir haben. Es wird schon nicht gar so viel sein. Maria, was ist noch mit dir? Bleibst du da? Du weißt schon, warum. Ich bleibe dir ja gern, lieber Mann, aber das Rentenamt will haben, dass ich komme. Der Steuerbot hat uns ja gesagt, denn auch jeder, sagt er, muss her und die Weiberleid auch, hat er gesagt, und keine Ausnahme gibt's dafür mehr. Der Josef sagt, jetzt ist schon recht, wie geht mir denn mit die Leid um? Und wenn man auch gehorsam sein möchte, aber das ist dennoch schon zu dumm.
O Josef, es steht in der Schrift, eng setz bald in Bethlehem drin, und wo's da allesamt auftrifft, das haut unser Herrgott im Sinn. Beim Tag werden, es war nur ganz früh, schaut der Josef asse in Schnee. Maria, jetzt gehen wir zu, aber zuerst trinkt man unseren Kaffee. Oh mei, ja, das wird heut was werden, dein Schulkwerk ist auch so für dünn. Ich wollt und ich hätt schon recht gern, wir waren schon in Bethlehem drin. Jetzt lasst ihr derweil. Lieber Mann, es geht uns ganz gut, wirst das sehen. Was sein muss, das packt man frisch an. Und es wird uns nach denen schon nichts geschenkt. So ging es assi bei der Tier. Maria, mal langsam da. Es kam mir bald selber so viel. Der Josef ging ein gescheiter allein. Von Nazareth braucht man ganz gewiss. Auf Bethlehem um 6 Stunden. Das heißt, wenn der Weg sauber ist und wenn einer richtig gekommt. So klang's auf kein Weiten wohl nicht. Ein Schuch und nur drüber hat's geschneit. Maria bei 100 Schritt geht, ist naut, dass wieder stehen bleibt. Es geht Bugel auf und Bugel an. Am besten war's denn erst im Wald. Da hat der Wind nicht gar so schier da und es war nicht gar so kalt. Auf Mittag zu festspannt's ein wenig hierbei im Holz gleich neben den Rand. Sie messen, sonst wird's ihr nicht streng und sie essen eine Nudel miteinander. Ein Josef, den jammert schon recht und wie er Maria betracht, da sagt er, heut geht's uns wohl schlecht und Angst habe ich, dass da was macht. Sie zeigt ihm das freundlichste Gesicht und sagt's,
Was freut nicht so weit? Gell, Vater, was hilft denn die Geschichte, weil's Jammern ja auch nichts bedeutet? Sechs Leidern, so tapfer ist gewesen, kein Augenblick hat's nicht gereint. Da kommen die Weiber, wo's denn? Ein Beispiel dran haben, wie mir scheint. Na, dass ich meine Geschichte weiterbringe. Sie haben sich so miteinander tröst, die Gutheit macht jede Sache gering, der Unmut ist allweit das Größte. Und wenn sie so freundlich diskrieren, da hört man ein wunderschönes Kleid und sieht einen aus dem Holz her kutschieren, da hat sich der Josef schon gefreut. Der Schlitten, der Kummer ist, war vom reichen Manasse, ein Mann von Nazareth. Da hat es keine Gefahr, dass Maria nicht aufsitzen kann. Hey, halt ein wenig, sei doch so gut, schreit der Josef. Kunst etwas sei, du siehst ja, wie es weder heute tut. Gang's nicht, dass sie mitkannt, die Mai. Der aber, der gibt gar nicht acht, er schnalzt mit die Geißel und der Ross, den Schützen voran und er lacht und zahnrecht und prallt sie nur groß. Mein Lieber, was kann man da sagen? Ich such grad, wer so etwas tut. Der ist mit ihm selber schon geschlungen und sicher nicht leid, geht's nicht so gut. Jetzt hocken's halt wieder im Schnee, sagt Maria, ärger dich nicht und hilf mir ein wenig auf die Höhe. Man friert auch nicht so, wenn man geht. So warten's 3 Stunden oder 4 und sie bleiben gar oft wieder stehen. Der Josef verzagt, er meint schier, sie kann's ihm bald nimmer da gehen. Es war auch schon immer ganz hell und ein schieren Nebel hat's gemacht. Und kommt ihm auch die Dunkelheit schnell, was denkt's noch im Wald bei der Nacht? Da kommt jetzt ein Handwerksbursch her, dreht sich um, bleibt stehen und hat gesagt, es scheint, bei der Frau geht's nicht mehr, war in Not etwa gar, dass man's tragt. Der Josef und er geben sich die Hände. Maria haben's unter sich gesasst und führen's und tragen's miteinander und spüren kaum die heilige Last. Man kommt den eng her und wer sagt's? Ich, aber als Zimmermann, drunt in Nazareth. Das ist ein Kreuz, jetzt haben wir 8 Stunden umgerannt. Wir müssen auf Bethlehem rein, als Rentenamt, du weißt ja, zum Zahlen. Oh mein Mensch, ich danke dir heute fei, du tust mir einen richtigen Gefallen. Das braucht's nicht, es geschicht ja recht gern. Jetzt sollte man einen Apfelschnaps haben, da darf gleich die Frau wieder wehren. Derselbige riecht einen zusammen. So haben sie halt geredet miteinander. Und Maria kippt und haben sie getragen. Ja, Leid, wenn's den Helfer nicht hätt, was gefällt gewesen, das kann ich eng sagen. Jetzt sind schon die Lichter im Tal, da drunten muss Bethlehem sein. Da drunten muss Bethlehem sein. Der Handwerksbus sagt, halt's einmal, ich trau mir in Stot gar nicht rein. Zwecks die Standari, verstehst? Den keine Papiere hab ich gehabt. Ich mein, es ist besser, ich geh's auf Bethlehem rein, allein. Sie nehmen für Gott voreinander. Maria hat gar so lieb gelacht und der Josef drückt dann seine Hand und hat dann seine Danksagung gemacht. Wer war denn der Wursch, liebe Leute? Wie heißt er? Wie hat er sich geschrieben? Wir wissen es nun nicht bis auf heute. Es ist uns kein Ausweis nicht geblieben. Du luftiges Bürschel auf der Rose. Du hast wohl kein Pfennig, kein Geld und bist doch der Reichste, den ich weiß und bist doch der Reichste auf der Welt. Ja, vierte Gott, schwing mir dein Hut, die darf kein Standari genieren, dir ist unser Herrgott was gut, bei dem wirst du gewiss nichts verlieren. Jetzt sind wir in Bethlehem drin, was wird etwa da alles geschehen
Was haben sie eben da alles im Sinn? Leider, wir werden es noch schon sehen. Da stehen die zwei jetzt am Tor, haben freundlich um Einlass begehrt. Am Pass aber zeigen sie erst vor, so hat es auch selbiges Mal gehört. Beim Rösselwirt oder im Lamm, da stellen die von Nazareth ein, da werden sie schon einen Unterschlupf haben, da kann es nur am leichtesten sein. Beim Rösselwirt sind sie erst dann gewesen. Kommt der Hausknecht mit der Laterne, wer ist noch da draus? Fremde Gäst und der Liegestatt hätten wir recht gern. Ja, Fräule, sonst fällt euch nichts ein. Bei uns ist schon voll, sagt der Knecht. Ihr könnt ja nur später draus sein. Wir warten auf euch, ist schon recht. So redet er. So reden's heint noir. Die Hausknecht, man kennt's ja recht gut. Die haben an der Grobheit erfreut. Wenn's Orben noch Kummer sind wird, ihr Wirt, und ich such euch desel. Auf engene Hausel dürft schauen, ist jeder ein hoherbuchener Gesell und lasst es für ja nicht aus die Augen. Der selbig im Bethlehem haut, der tiert so und sagt nicht gut Nacht. Der Josef hat gerade so geschaut und hat sich am Weg weitergemacht. Beim Lampelwirt dauert's zuerst lang,
Da rumpelt der Vize daher und schreit bei der Tür raus in Gang, bei uns gibt's kein Liegestab mehr. Sie gingen zum Brei und auf Post. Beim Schimmelwirt haben sie eine geschaut, zum goldenen Horn, was so viel kostet, da haben sie sich nicht eingetraut. Na, sind sie auch noch ewig zum Beck. Beim Schuster haben sie auch einmal geleitet und nachher beim Huber am Eck und nirgends hat es jemand der Leid. Der Josef, der jammert halt recht. Es ist mir ja gar nicht um mich. Mir war wohl kein Unterstand schlecht, zwingt meiner ist nicht, aber sie. Maria, ich weiß mir nicht zu raten. Und Svorne, das kommt mir gleich an. Ich seh's ja, du leidst mir einen Schaden und dass ich fällt gar nichts sein kann. Maria ist wohl ein wenig schwach und hat sich für gesünder angestellt. Sie sagt ihm, gei Josef, die Sache, das ist nicht das Ärgste auf der Welt. Das ist halt heint einmal so. Wir finden was, wirst das schon sehen. Und krieg ich kein Bett auf ein Stroh, da bin ich doch oft auch schon gelegen. Da hat ihre Mann wieder gelacht und sagt ihr, du bist mir schon so gut. Und wenn man mit dir ein wenig spracht, da kriegt man gleich wieder einen Mut. Und weil auch sie es geringer nimmt und frischer wird, fällt ihr ihm was ein. Ja, dass man ihr gleich auf das kommt, zum Josias ging man mit mir. Zum Josias ging man, wo ist was? Jetzt haben wir schon gewonnen, das geht. Sie ist ja die meinige Bas, die wo auf deinen Zustand versteht. Jetzt rennen wir auch so umeinander und laufen durch die halbe Stadt zurück und heben wir die Logie bei der Hand beim Josias hint bei der Brücke. Ich hab sie wohl lang nicht mehr gesehen, ganz gewiss so 7, 8 Jahre. Pass auf, derer kommen mir gelegen, sie ist ein gutes Leid, das ist wahr. Oh mein Gott, ich weiß nur bei heint. Was damals hat sie gemacht. Der Zachers, der war der nächste Freund und hat ihr einen Kammerwagen gebracht. Beim Kirchgang, da hat so viel geringt. Man sagt, dass das Reichtum bedeutet. Naja, was man hört, sie sind gesehen, sie sind schon recht güldige Leute. Maria, pass auf, laut der Song. Mein Basel, die kocht da ganz gewiss ein Mus und da kriegst du, was ich mag. Na, dass ich auf sowas vergiss. So geht er dahin voller Freude und sagt er, es braucht nichts pressieren. Maria, jetzt lautet ja Zeit, jetzt wissen wir ja, wann wir logieren. O Josef, wie kennst du die Welt? Du hast scheins nur wenig erlebt. Mit solche Verwandte mit Geld und was für eine Ehre man aufhebt. Oh.
Schau hin, sagt der Josef und lacht. Beim Josias brennt nur die Laterne. Jetzt hat er es wirklich gut gemacht. Jetzt haben wir zuletzt doch nur einen Stern. Und schau mir, wie schön ist das Haus. 6 Fenster herund und 5 drum. So reinlich und sauber schaut's aus. Da muss mir mein Basel schon loben. Jetzt wart mir, ich zieh an der Schellen. Vom Rumsteh haben wir jetzt genug. Die wir eh schon rausrippeln. Hey Osias, mach einmal zu. Sie hören bald, wie drum einer schreit. Was ist bei der Stockfinsternacht? Wer kommt um eine solche Zeit? Da wird kein Spektakel mehr gemacht. Ja, grüß dich Gott, Josias. Komm und lau uns noch geschwind einmal rein. Du kennst mich ganz gewiss an der Stimme. Wir kommen von Nazareth rein. Wir sind heim schon lang auf der Reise und suchen mir Logi überall. Und weil ich zuletzt gar nichts mehr weiß, da bist mir halt du noch eingefallen. So meinst du? Da braucht's ja nicht mehr. Jetzt geht's schon auf 10 bereits. Da kommst du ganz einfach daher. Ich weiß nicht einmal, wer ihr seid. Der Josef, wir sind doch verwandt. Und die Dei ist ein Basel von mir. Von dem ist mir gar nichts bekannt. Jetzt geht's einmal weg von der Tür. Ich such dir das gleich. Bei der Nacht, da hab ich am liebsten meine Ruhe. Da wird keine Bekanntschaft nicht gemacht. Adieu. Und jetzt geht's einmal zu. Geh, Josias, wenn ich dir such. Nix sagst mir. Ich kenn dich nicht. Die. Schon deswegen, weil ich nicht mach. Weil du her bist, da gehst wieder hin. Jetzt kommt auch nur ein Weiberz dazu, die tut schon abscheulich und schreit. Eine Ruhe möchte man haben, unsere Ruhe. Wo sind denn das da für Leute? Ein Vetter von dir, hat er gesagt. Was, Vetter? Ein solcher, der kommt und sagt dann beim Haus ausgetragt und selber nichts hat und bloß nimmt. Ein Vetter, so waren's mir recht. Ja, solche Verwandte gibt's viel, weil jeder was braucht und möcht und jeder was Oberbrecher will. Da gang in die Verwandtschaft nicht aus, die fressen in arm, bevor man schaut. Kein solcher kommt mir nicht in mein Haus. Ein Vetter, das hat mir grad taugt. Sie haben jetzt die Fenster zugeschlagen und wergeln und schimpfen nur drin. Der Josef weiß gar nichts zum Song. Es ist ihm ganz wunderlich Sinn. Er geht ein paar Schritt auf der Straße. Maria geht hinter ihm drei. Sie sieht, seine Augen sind ihm nass. Weil können die Leute so sein? Er wischt übers Gesicht mit der Hand. Maria, was tun wir denn jetzt? Was trifft uns nun alles miteinander? Was ist uns nun alles aufgesetzt? Das soll dann der Mensch nicht verzagen und soll bei der Bravheit bestehen. Wenn's arm bist, musst du mit alle vertragen und alles musst du über sie gehen. Eine solche Rede soll man nicht führen. Schau, Josef, das war doch eine Sünde. Wir brauchen keinen Unmut nicht spüren. Uns ist doch das Schönste verkündet. Ich weiß wohl, du meinst mir's recht gut. Grad weil ich dich gar so erbarm. Ich hab doch den fröhlichsten Mut. Und weiß ja, wir zwei sind nicht arm. Jetzt, wenn Maria so spricht, da kommt über die Straße her ein Mann, der fragt, was sie denn bei der Nacht und ob es nicht ein wenig führen kann. Engleideln, ich bild mir das ein. Ich mein grad und weiß ja nicht gewiss, das könnte ein Engel gewesen sein, wenn's kein Mensch gewesen ist.
kann sein oder auch nicht. Er hat sich geweist und hat sich kein Ausritt vergund. Er hat sich so richtig befleißt, weil es ein Engel nicht besser da kommt. Da draußen vor der Stadt war ein Haus, ein Häusl war's, klar und zusammengefallen. Da sagt der Mann: Simei, komm raus, geh raus und tu mir den Gefallen. Gleich komm ich, schreit einer von drin. Es dauert nicht lang, da geht die Tür. Die Leute hätten's da bleiben im Sinn. Ich meinet, es ging schon bei dir. Der Simei, der kratzt sich ein wenig zuerst hinter die Ohren, sagt: Am Endgangs wohl, bei mir ist halt eng. Wie war's denn im Stollen etwas drunt? Vergelt's Gott, wir waren ja so froh, sagt der Josef. Wann du uns nahmst und gabst uns ein wenigerl Stroh, wir taten's wohl auch, wenn du kamst. Ja, bleibt's nicht, ich weiger mich nicht, ich weiß schon, wie's tut, ist mir arm. Es ist schad, dass herinnen nicht geht, aber drunten im Stall, da ist warm. Und das Stroh hab ich eng gleich aufgeschüttet. Ein Hai kriegt's natürlich auch noch dazu. Da legt's euch noch eine in die Mitte. Da habt's eng die allerbeste Ruhe. Ich weiß ja, der Simmei ist recht, sagt der eine. Pfiat eng Gott auch. Ihr seht's schon, ihr habt's es nicht schlecht. Im Stall drin, auf eurem Strah. Der Simmei, der führt's jetzt zum Stall und der Josef gestellt ihm was ein. Weißt du, sagt er, bei ihr ist der Fall, es könnte nur heute Nacht etwas sein. Oh mein Gott, und muss umeinander, es ist auf der Welt schon ein Kreuz, jetzt bin ich erst recht bei der Hand und hülf euch, weil's gar so arm seid. Das beste Stroh hat er aufgestrahlt und schaut, dass der Tier auch gut schließt, dass ja nicht kein Wind einer weht und dass sie ja gar nichts verdrießt. Na, sagt er recht freundlich, gut Nacht, ihr Leid und eng dürft's ja nicht meinen, ihr hätt's mir Arbeit hergemacht. Und einen Umstand macht's mir ihr auch keinen. Gut Nacht, jetzt und schlaft's mir recht gut. Und lädt's eng nichts kommen miteinander. Ich weiß an mir selber, wie's tut. Uns arm sei, das ist mir bekannt. Ja, Simei, du hast dich schon brav, du hast dich schon richtig angestellt. Wenn jeder so war, dem er traf, dann war's fei schön auf der Welt. Thank you.
Ich denke mir, dieselbige Nacht, wo ein niedriger Jedi sein kommt. Ich denke mir, die Welt ist aufgewacht und wart auf die heilige Stund. Der Wind hat sich schon lang verloren und es lohnt sich kein Lüfterl nicht spüren. Und allerweil starr ist worden, es traut sich kein Astel nicht rühren. Und gern nur ein Mensch übers Feld, es tat ihm einen Schnaufer verheben, es hat ihn am Weg etwas gestellt und er wusste sich keine Rechenschaft zu geben. Man kennt's nicht, wo sie's und wie's heißt, und ist etwas rundum und dumm, und das Herz klopft da schneller und weißt, wenn's selber die fragst nicht, warum. Einmal ist, als kämmert aus der Hei, von Hormlinger ein Musi ein Klang. Einmal ist, als kam's über den Schnee, von Weiten ein Hormlinger Gesang. Ein Zeidel, da ist wieder starrt, und fangt aufs Neues wieder an, als wenn man aber Orgel spielen tat, so fein, wie es herund keiner kann. Es war schon eine besondere Nacht. Und kaum wollen bald schon vier, als war der ganz Himmel aufgemacht und man stand vor der eisernen Tür. Und kommt gerade so eine, kein Schloss war vier und der Eingang war frei und der Mond, der war da so groß, als war er für Nächte hierbei. Die Sternlein, die hätt man kaum kennt, sie schimmerniert, scheinen so klar, so starr, wo ihr Bergfeuer brennt, dass uns schon grad feierlich war. Und wie sie die Nacht so aufhält, der Fuchs bleibt im Holz drinnen stehen, er hat seine Lauscher aufgestellt und traut sich keinen Schritt mehr zu gehen. In Bethlehem liegen wohl die Leute, eine Stunde oder zwei schon im Bett, naja, ist gescheiter. Dieselbigen hätt's bloß gereiht, wenn man einer die Raubnummer hätt. Beim Josias, da haben's was gespannt. Es leicht einer gar eine Sorei und wirft einer Lichter an die Wand und macht in der Kammer einen Schei. Sie ist als erstes aufgewacht und stößt ihren Josias an. Schau, Assi, wie hell ist die Nacht? Er brummt grad, es liegt mir nix dran. Es wird doch kein Feiern jetzt sein. Von mir aus, wenn's weiter weg brennt, ich schlafe jetzt und misch mich nicht ein, schon weil man den Leitgauber nicht kennt. Es ist grad so leicht wie am Tag und ist bloß der Mond und die Stern. Von mir aus ist jetzt, was ich mach. Ich sag dir, ich schlafe jetzt gern. Sie druckt's aber dennoch ein wenig. Sie mag nicht mehr gar so stark liegen. Es wird in der Bettstadt jetzt eng. Na, ist nachher doch rausgestiegen. Und wie sie beim Fenster nachschaut, da wird ihr so wunderlich zumut. Es hat ihr schon gar nichts mehr taugt und es ist ihr schon gar nicht mehr gut. Sie legt sich gleich wieder aufs Bett und dreht sie bald hier und bald her. Als liegt's auf einem storharten Brett von Schlaufer, ist kein Reb mehr. Du Josias, sagt's auf einmal, ich mein, wir waren doch ein wenig grob. Kann's sein und es war gleich der Fall, wir kriegen mit sowas kein Lob. Von was? Fragt der Josias. Redst? Na ja, von die Sonne von heute Nacht. Ich mein, wenn's das aufgenommen hättest, es hätt uns gar nicht so viel gemacht. So, meinst du, da hab ich schon genug. Jetzt hätt sie Verwandtschaft im Sinn. Mit solchen Leuten lassen wir mal in Ruhe. Mit solchen Leuten hat man keinen Gewinn. Ich hab vom Verwandtsein nichts gesagt. Es fällt mir nicht gerade so ein. Und dass man die Arme verjagt, wird auch nicht das Allerschönste sein. Wenn wieder alle kommen, dann kalt's und gib denen und schenk denen alles zusammen, an Butter, ein Ohr und ein Schmalz, dann werden wir bald selber nichts mehr haben. Denn wenn das einmal einer gneist, wie schön das beim Josias ist, und wenn man da die Sache aus sich schmeißt, dann haben wir die Kundschaft ganz gewiss. Ich mag nicht, das will ich dir sagen, da hat meine Gutheit ein Ende, und wüsst man du die Sache so verdrungen, dann lasse da auch nichts mehr in der Hand.
Er hat sie an den Wind umgedreht und sagt, dass er nichts mehr hören möchte. Sie brummelt nur lang, aber starrt, den gefallen tut er ihr gar nicht mehr recht. Jetzt legen wir die zwei beieinander und schauen uns was Schöneres an. Die streiten, das tat uns gerade an. Wir haben schon genug gehört davon. Sechs weiter von Bethlehem draußen, da stehen ja drei Hütten im Feld, in denen haben die Hirten drin gehaust und über die Nacht haben sie die Schaf eingestellt. In einer, da ist auf der Straße derselbige Handwerksbursch gelegen, er schläft jetzt und träumt hat er auch und hat etwas Wunderschönes gesehen. Weißt schon, was ein armer Menschen macht? Geht bei den Großen was zusammen, er möchte gerade ein wenig von der Pracht und möchte von der Freude etwas haben. Er stellt sich vor dir hin und spitzt und geht einer raus oder nein, dann sieht er, weil es drinnen aufblitzt und kriegt von dem Glanz einen Schein. So kommt es jetzt in Handwerksbursch 4, als hätte ein Teil aufgekommen. Er steht vor der himmlischen Tür und schaut umeinander da drum. Durch Schlüsselloch durch schleicht sie ein Strahl. Der glänzt schon, als wäre er aus Gold. Und Muse ist drin im Saal, als wenn's allen gleich einziehen wollt. Es wird ihm so zumut wie ein Kind, das gar aufs Christkindl wart. Und drin ist der Baum schon anzint und das Trassensteh wird ihm so hart. Auf einmal, da redet sie erst da. Es wird ihm gleich zweitens aufgemacht, er hält sich sein Hand geschwind davor, so blind allen das Licht und die Pracht. Das Silber, das Gold und das Stor und das Sonnenlicht hat so eine Gewalt. Wer kommt etwa die Augen da nur auf da, wo es funkelt, wo es blitzt und wo es strahlt? Ein Kini hat gewiss ein schönes Haus, ein Reicher kann gewiss was verdrängen. Und haltet da keiner das aus, was wüssten erst an armen Menschen sagen. Und wie sich der Handwerksbursch traut und blitzt ein wenig umeinander, der steht er vom Herrgott und schaut, der gibt ihm ganz freundlich seine Hand. Na, Hansei, wie gefällt's dir bei mir? Kommst du auch einmal her? Hat er gefragt. Und geh nicht ganz einer bei dir, du darfst schon. So hat er gesagt. Heut, sagt er, heut hast du mir viel gefallen. Wer andere hilft und das tut, den hilfe ich auch gern überall. Ein Sicherner hält's bei mir gut. Er klopft dann auf die Achsel und lacht. Der Hansei, der dankt ihm gern, an derer Stelle ist er aufgewacht und sieht durch eine Luke einen Stern. Der leicht dann so hell und so klar und hat ihm eine Botschaft verkündet. Von drum her, da wo er jetzt war und wo er auch wieder hinfindet. Jetzt horcht er. Das ist doch kein Traum, eine Stimme und jetzt wieder. Es tut, als wenn's von der Hei runterkam. Jetzt heuert er es auf einmal ganz gut. In Kirten kommt's allesamt her. Es schlagt eng die heiligste Stund. Ja, Gott in der Höhe sei die Ehre und Frieden den Menschen herund. Thank you.
Passt auf. Und jetzt lehmen wir uns Zeit. Wir müssen beim Zimmer einkehren und schauen, ob im Stall noch was geht und ob man nicht gar etwas was hören. Es lässt sich von drinnen nichts gewahren. Vielleicht nur gab einer recht Acht, er hört ein Ochser wegen Scharen, was Viech an der Ketten gern macht. Die Leid ist die Ruhe wohl vergund. Das nimmt ein Jahr den erst schon her, ein Marsch von 8 Stund, und gespürt man's beim Schnee nur viel mehr. Ein Gut ist für jeds, wenn man schlaft, und ist auch ein Glück, wenn man's kann. Man kommt ein wenig zu der Kraft und packt man's, und dann packt's ihn nicht gar so an. Ein Simmei hat's allbei aufgeweckt. Er trat sie im Bett um ein Dumm, und wenn er sie wieder zudeckt, er schlaft nicht und weiß nicht warum. Er denkt, was kann denn das sein? Und wo sie ihm denn so heut geniert, er besinnt sie, aber es fällt ihm nichts ein und hat wieder schlafen probiert. Und wie es ihm nicht klingt, geht er raus. Es treibt ihm von selber auf die Hei. Da sieht er den Glanz vor dem Haus. Ein Mond und die Sterne über den Schnee. Was ist denn jetzt das für ein Ding, das war ihn so besonderlich macht? Es wird ihn so leicht und so gering und laut allen keine Ruhe bei der Nacht. Vom Stall raus. Da kommt jetzt ein Schei, so hell, weil wenn's einwendig brennt. Ja, das wird doch kein Feuer nicht sein. Da sind wir eins geschwind umgerannt und hört schon was Stimmen. Der ist hell, der ist fein wie ein Glocken von Gold. Und da ist ihm schon gleich auf der Stelle, als wenn er sie niederknien sollte. Und hat seit der Simmer ihn gewusst, es ist ihm so feierlich worden, denn drin liegt der heilige Christ, denn drin ist der Heiland geboren. Und jetzt, was das am Himmel war, als wenn die Kerzen am Altar die Mesnerin anzünd, da, jetzt dort. Eins nach dem anderen brennt's fort, so leichten die Sterne auf allweil mehr, auf einmal brauchst's von oben her, als wie von 100 Orgeln klingt's und wie von 1000 Hafen sind's. Und Engelstimme wunderfei, die klingen drei, Halleluja, Halleluja. Und von der Weiten, von der Nei, und vorher rund bis zeigst auf Tei und tut bald laut und bald verschwimmt's ganz oben und wieder unterkimmt. Halleluja. Und in den hellen Jubelgesang, im Orgel und im Haferklang, hat eins eine tiefe Stimme angesetzt mit Gewalt, so wie ein Glockenholz. Kommt's alle zusammen, ihr braucht keine Furcht mehr haben. Die höchste Freude wird euch verkind. Im Stall dort liegt das Christuskind. So hat die Nacht den Heiland gebracht zu dieser Stund. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen herund. Wird's jetzt mit Ohren wieder stark. Vorbei ist mit Musik und Gesang. Ein paar Mal ist grad als verwahrt der Wind nur von ganz weit an Klang. Der Simmei kniet dort im Schnee und hurcht, aber hört schon nix mehr.
Jetzt kämen von Träumen über Teich die selbigen Hirten daher. Sie waren noch ganz auseinander. Bei ihnen war das nämlich der Fall. Der Simmerl nimmt Staat bei der Hand und geht mit ihnen eine in den Stall. Sie schleichen auf genagelte Schuhe. Der Simmerl, der geht ein wenig für und mahnt nur an jeden zur Ruhe. Jetzt bleiben sie alle stehen bei der Tür. Die Säulen, die wo weiter hinten waren, die haben sie auf die Zeierspitz gestellt. Vor einer, da liegt drin im Barn ein Kindl, der Heiland der Welt. So nackt und so arm haben sie ihn gesehen. Im Barn war ein aufgeheifeltes Stroh und das Kind ist ganz ruhig drauf gelegen. Es warnt nicht und schaut gerade so. Es hat sie mit Stolz und mit Pracht und Herrlichkeit gewiss nicht verführt. Und hat doch eine solche Macht, ein jedes hat es ganz inwendig gespürt. Und weil sie sich niedergekniet haben, von denen hat sie keiner verstellt. Sie falten die Hände alle zusammen, die waren ein wenig starr von der Kälte. Sie bringen als erstes ihm da die Wünsche für ein Glück ohne Ende, nicht graus, aber ehrlich und wahr. So wie es halt ein armer Mensch kennt. Dann gingen sie stark wieder hinaus und wispern ein wenig miteinander. Zeigt jeder sein Göppbeil raus und druckt was an Simmer in die Hand. Sie geben's ja fürs Kind so gern her. Und wenn das erst größer geworden ist, dann war schon, sie haben halt nicht mehr. Es kennt die gute Meinung ganz gewiss. Sie nehmen für Gott voneinander und gingen auch heim durch die Nacht. In Bethlehem hat man nichts gespannt. Von denen ist niemand aufgewacht. Und geht ihr in die Metten in Gleit, dann reimt euch die Geschichte ein wenig zusammen und fragt euch, ob das nichts bedeutet. Das Christkind plus Arme gesehen haben. Thank you.
Alle Bratwürstel essen, einen guten. Halleluja!